Grüß dich, Dieter, da bin ich wieder. Dr. Florian Roski mit dem Motto, nur wer vorlebt, kann erzählen. Dieter hatte noch eine Frage, die ich auch sehr interessant fand. Sie fragt nämlich, welche Auswirkungen haben Kinder auf mein finanzielles Zeugnis, Stichwort Bonität, Bank? Ja, grundsätzlich sind natürlich Kinder eine schöne Sache. Thema finanzielles Zeugnis, der mein Buch noch nicht gelesen hat, vielleicht kurz zur Erläuterung. Mit dem finanziellen Zeugnis ist gemeint, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, nicht jetzt über das Invest und das Objekt, sondern über die eigene finanzielle Situation. Sprich, habe ich vielleicht Einträge in der Schufa? Sprich, bin ich, ich sag mal so, zu oft bei der Kontoführung im Minus? Habe ich Rückläufer oder Rücklastschriften auf meinem, ich sag mal so, auf meinem Bankkonto? Wer Details darüber wissen will, dem kann ich noch mal mein Buch empfehlen, das 1x1 des Immobilienmillionärs. Also beim finanziellen Zeugnis geht es letztendlich darum, sich gut vorzubereiten, dass einer Finanzierung und einem Immobilienkauf nichts entgegensteht. Edita fragt jetzt, welche Auswirkungen haben eigentlich Kinder auf meine Bonität? Grundsätzlich ist es so, wenn ich letztendlich eine zur Bank gehe und eine Finanzierung mache, wird die auf zwei Sachen abgestellt. Einmal letztendlich aufs Objekt und die Wertigkeit des Objektes, sprich passt der Kaufpreis, den ich zahle, auch zum Wert, den die Bank letztendlich für das Objekt ermittelt. Das ist die eine Komponente. Die zweite Komponente ist, ich sag mal so, wie tragfähig ist meine eigene Lebenssituation? Sprich, wie verhält es sich das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben? Wenn ich zum Beispiel im Monat 2000 Euro netto verdiene und gebe 2000 Euro netto aus, dann, ich sag mal so, bleibt hier wenig über und das Risiko für die Bank steigt, dass wenn vielleicht beim Investment mal eine Miete ausfällt, dass ich letztendlich dann in die Insolvenz schlittere. Das heißt, die Bank findet meine Bonität umso interessanter, umso höher das Delta ist zwischen Einnahme und Ausgabe. Also wenn ich jetzt 2000 Euro netto verdiene und habe eine Ausgabe von 1500, dann würden mir 500 Euro im Monat überbleiben, dann würde die Bank das sicherlich als gut bewerten. Gut. Im Fall der Kinder. Grundsätzlich ist es so, dass mir die Bank, egal was ich dort angebe, für meine Lebenshaltungskosten einen bestimmten Betrag einfach unterstellt. Gehen wir mal davon aus, dass die Bank sagt, so, wenn ich in einer einzelnen Wohnung wohne, dann brauche ich für mein Leben, die erste Person, vielleicht im Monat so 600 Euro. Das ist einfach, was mir die Bank unterstellt, auch wenn ich dort angebe, ich schaffe es für 250, sagt die Bank, nee, das kann nicht sein, für Nahrungsmittel, für Kleidung, um mein Leben letztendlich zu fristen, so 600, das ist eigentlich schon ganz plausibel. Ich glaube, früher waren es mal 450, im Moment müssten es so 600 sein. Mit jedem Familienmitglied, das dazukommt, in der Regel bei Kindern, würden auf diesen 600 Euro 300 Euro quasi mit dazu veranlagt. Das heißt, wenn ich jetzt, ich sag mal so, zwei Kinder habe und lebe alleine mit diesen beiden Kindern, dann würde mir die Bank 600 für mich und jeweils 300 für zwei Kinder, also schon mal 1200 Euro im Monat unterstellen, bräuchte ich letztendlich, um mein Leben adäquat zu fristen. Das bedeutet, umso mehr Kinder ich habe, umso mehr netto muss ich auch verdienen. Kindergeld hilft natürlich auch ein bisschen, aber nicht in dem Umfang. Aber umso mehr Geld muss ich verdienen, letztendlich, um immer noch für die Bank eine interessante Bonität zu haben. Wenn ich jetzt sage, ich bekomme roundabout 200 Euro Kindergeld, ich glaube, es liegt bei 185, dann muss ich quasi pro Kind trotzdem nochmal ungefähr 150 Euro mehr verdienen, um letztendlich die gleiche stabile Bonität im Angebot zu haben. Das zum Thema Bonität, also Kinder oder auch Unterhaltszahlungen, wenn ich wieder alleine lebe und der andere Partner zahlt, die werden positiv gesehen, auf der einen Seite für den, der die Unterhaltszahlung bekommt, werden negativ gesehen, auf der anderen Seite von dem, der die Unterhaltsleistungen zahlen muss, weil das reduziert wieder seine Bonität. Also Aussage ganz klar, umso mehr Kinder ich habe, oder Kinder generell haben Auswirkungen auf meine persönliche Bonität und Auswirkungen auf die Bonität, so wie die Bank sieht. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, Edita, obwohl es vielleicht
nicht ganz so fröhlich ist, nach Freund ist, dass Kinder die Bonität reduzieren oder dafür sorgen, dass du mehr verdienen musst, um die gleiche Bonität zu halten. Aber so ist es halt einfach.